Liebe Magdeburger und Magdeburger, wir haben eben den Landeshaushalt für die Jahre 2020 und 2021 beschlossen. Das ist auch deshalb wichtig, weil viele der Hilfsmaßnahmen, die jetzt für Corona anlaufen, ohne das Geld aus dem Haushalt nicht möglich wären. Was gibt sonst Neues? Wir werden die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge erleben. Es wird ein Azubi-Ticket geben. Und was für Magdeburg besonders erfreulich ist, wir haben 60 Millionen eingestellt, damit wir in den nächsten Jahren neue Straßenbahnen für die Stadt anschaffen können. Damit also auch, wenn die Krise vorbei ist, morgen, übermorgen und die nächsten Jahre der ÖPNV in Magdeburg rollen kann. Ansonsten bitte ich Sie in der Krise, vertrauen Sie nur auf behördliche Informationen, vertrauen Sie nicht auf skurrile Informationen aus dem Internet. Passen Sie auf sich auf, passen Sie auf Ihre Lieben auf, bleiben Sie gesund.